Genau, und das mit dem King, das war der Dude da oben, der da oben irgendwo sitzt. Da sieht man den Kopf. Und ja, 60 Mille. Und ich dachte mir so, komm, ey, brauchst du nicht und so. Und dann habe ich tatsächlich gestern so ganz trocken, voll auf Langeweile, habe ich mir den quasi erfarmt. Ja, da gibt es wohl eine Stelle, die kann ich euch auch gerne mal zeigen. Die ist super langweilig. Ja, du gehst quasi hier hin, dann auf Vorburg. Und da gibt es eine Stelle, wo du Seelen farmen kannst. Habe ich mir natürlich aus dem Dings rausgesucht, aus dem YouTube. So, dann gehst du zu dem hier, ne? Killst den. Schön mit Zauber. Bei mir so ein Schwertlieb hinterher. Dann killst du die da hinten. So, und ihr seht 415. Und du kriegst hier ungefähr so 1000 bis 1200 kriegst du pro Run. Dann rennst du wieder zurück, ganz schnell. Ja. Zu dem Schwert hier. Ich weiß gar nicht, wie man das nennt. Keilstein. Und dann gehst du wieder auf Vorburg. Ja. Weil die Playse ja so quasi non-existente Ladezeiten hat. Das ist ja nur einmal Rauch und wieder weg. Dann kannst du das wieder machen und immer wieder 1000, immer wieder 1000, immer wieder 1000. Und so habe ich mir echt so 30, 35 Runs gestern gemacht. Dann hatte ich so 35.000 und dann noch ein bisschen in der normalen Welt rumgelaufen und Seelen gefarmt. Dann hatte ich 60.000 und hab mir den Ring gekauft. Wollte ich eigentlich im Stream machen, aber dann dachte ich mir, ey, das ist so langweilig. Ja. Bei mir in der Straße noch so einen Laden. Die fahren auch noch die Lebensmittel zu den Kunden nach Hause. Ach krass, ja, sowas hatten wir nie. Also so meine Eltern. Sowas gab es bei uns nicht. Mit nach Hause liefern und so. Aber ich habe einen Kollegen, der einen Kiosk, also er ist ein Kioskbesitzer, sorry, der war ein Kioskbesitzer. Und der hat das auch eine lange Zeit gemacht, ja. Vor allem bei ihm haben sehr viele Senioren gewohnt. Ja, wie das ja in Deutschland aktuell so ist. Du hast ja überall Senioren ohne Ende. Die Armen, die können sich ja teilweise gar nicht mehr bewegen. Und der hat die dann mit Getränken und so teilweise mit. Ja, so Kiosk-Lebensmittel, ne? Brot und sowas, alles so. Oder Konserven oder so hat er die beliefert. Lief auch ganz gut bei ihm. Lief auch ganz gut. Also du willst uns sagen, dass du gecheatet hast. Also, es ist nicht wirklich cheaten. Ja, das war harte Arbeit. Das war harte Arbeit. Jedenfalls, ach so, was der überhaupt kann, der regeneriert meine Mana. Aber wirklich sehr langsam. Also wenn ich jetzt mal schieße, dann seht ihr, meine Mana hat sich verringert, das Blaue. Meine Herren, was ist denn heute los hier wieder mit dem Kackkabel? So, und jetzt seht ihr, der Charakter hat jetzt auch so einen blauen Schleier und nicht mehr den grünen von der Heilung, sondern weil er jetzt gerade Mana wiederherstellt. Das ist echt sehr, sehr langsam. So, ich sehe gerade, ich müsste mal mein Schwert schärfen. So. Und das erste, was wir heute versuchen, ist diesen Richter, den wollen wir angehen. Das ist der Typ mit dem Vogel auf dem Kopf. Wo war das denn nochmal? Ne, hier war das gar nicht. Wo war das? Ah ne, der war da. Der war hier. Hier war der, genau. Weil, den müssen wir killen. Hartes Cheaten, genau. Was ist das? Was geht mit dem? Hallo? Da ist wieder so ein roter Gegner. Ich weiß nicht, was... Ich weiß nicht, was die darstellen, aber der hat mich fast geplättet. What? Okay. Oh mein Gott. Was ist denn hier los? Wie stark ist er denn? Ah, fuck. Ey, der gibt mir ein Schwerthieb. Das ist nicht im Ernst jetzt. Nein, 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 nein.
Oh Gott. Das ist jetzt schon der dritte, aber der ist echt krass. Von diesen Gegnern mit dem roten Schleier, die aussehen wie andere NPCs. Wobei ich mir gerade echt nicht sicher bin, ob das ein Real-Life-Spieler ist, also ob der gerade live auch spielt. Oder ob das nur ein Hinterlassenschaft von ihm ist oder so. Ich habe keine Ahnung. Aber Backstabbing geht auf jeden Fall. Das ist effektiv. Ich habe nur Angst, dass der sich heilt oder so. Das wäre nicht cool. Weil ich darf mich heilen, aber du nicht, Bro. Nein. Oh, was? What? Nee. Das ist zu krass. Also, dass er sich so krass heilt, finde ich jetzt ein bisschen übertrieben. Da muss ich ja immer am Ball bleiben. Ich darf den gar nicht weglassen. Boah, alter Schwede. Hast du das gesehen? Der hat sich einfach komplett geheilt. Nee. Ich meine, mein Schild blockt gut, Gott sei Dank. Nee. Oh shit. Oh fuck. Jetzt nicht heilen. Ich darf mich nicht treffen lassen. Oh fuck, Alter. Was geht mit dem Typen ab? Nee. Spaziert er einfach weg. Da ist er wieder. Der läuft straight auf mich zu. Bro, chill. Ich will nicht. Ich habe nur halb von meinem 50% von meinem Leben. Da willst du mal entspannt Demon's Souls spielen? Da kommen die direkt mit sowas um die Ecke. Der macht auch keinen richtigen Backstab mehr. Boah, ich darf mein Schild nicht runternehmen, ne? Oh, Moment. Ich kann doch zaubern. Boah, das bringt auch gar nichts. Vielleicht ein anderer Zauber? Nope. Keine Chance. Mach doch deinen Backstab, Bro. Mach doch nicht sowas jetzt. Backstab zieht wenigstens. Kann das wirklich ein. Ja, aber nicht. Also, ich glaube nicht, dass er jetzt live gerade ist. Ich glaube, das ist tatsächlich. Ach so, fuck. Ich bin zweimal gestorben schon. Ich glaube, das ist der Charakter eines anderen Spielers, aber. Ja, quasi als, was auch immer, KI jetzt unterwegs. Würde mich zumindest wundern, wenn das ein Live-Spieler wäre und ich jetzt schon zweimal an ihm verreckt bin und er immer wieder aufkreuzt, auf mich wartet, wie so ein Drecksack. Sich nur denkt, ah, leichte Beute. Das wäre echt fies. Wenn er sich nicht heilen würde, wäre der machbar, aber wenn er sich heilt, dann fängt alles wieder von vorne an. Fehlt dann so ein bisschen die Geduld und Konzentration, das alles nochmal von neu zu machen. Zumal seine Angriffe echt sehr basic sind. Ach komm!
Und darf jetzt. Nein, 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 nein! Alter Schwede, ey, ist der krasse Typ. Ne, nein, 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 nein. Nein, das ist. Nein. Vielleicht noch einen besseren Ring. Ich glaube, der hat den Ring von. Was ist das? Mittelerde? Backstep, Bro, Backstep. Ich stehe doch hinter dem. Warum macht er seinen fucking Backstep denn nicht? Ich raff's nicht. Komm her, du. Oh. Das war ein besonderer Angriff. Komm. Macht er nicht. Hat er keine Lust. Okay, kein Stechen mehr. Da weicht er aus. Ach stimmt, beim Backstep muss ich stillstehen. Ich muss stillstehen. Ansonsten macht er das nicht. Ja, okay. Nein, 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 nein! Ey! Was? Ich hab gar keine. Der heilt sich viel zu schnell! Ich kann das gar nicht unterbrechen, den Heilprozess. Nee, ich. Meine. Der ist zu krass. Der Typ ist zu krass. Der heilt sich instant. Und unser einer muss zum Heilen, weißt du, in die Küche gehen, ey. Nee, letzter, also das ist jetzt mein letzter Versuch, Leute. Ansonsten renne ich weg. Ist mir scheißegal. Da kenne ich nichts. Bei Demon's Souls hat das Ego keinen Platz. Oh, fuck. Oder er killt mich natürlich. Ja. Ja, was machst du? Ja? Bin ich gestorben? Nee, Leute. Ich renn weg. Interessiert mich nicht. Hau ab. Du bist ein Arsch. Geh weg. Achso, da sind ja auch noch die normalen Gegner unterwegs. Das ist ja noch das Beste daran. Wie weit folgt er mir denn? Frage ich mich gerade. Aber was ist hier los? Warum sind die alle so rot? Oh, RIP, ja. Schon zwei wieder, ne? Wieder zwei RIPs. Nö, also nö. 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 Ich will zum Nexus zurück. Fuck this place. Ja, ja, klar. Boah, das war haarscharf. Mm-mm. Ich weiß nicht, was mit diesem Ort passiert ist. Moment mal, hat das irgendwas mit dieser fucking Tendenz zu tun? Moment, das ist hier Keilstein des was? Ah, okay, jetzt verstehe ich. Ich habe nämlich mir im Internet habe ich mal geschaut, was diese Welttendenz bedeutet. Oder Tendenz generell. Und zwar hat jeder Bereich, ihr seht das bei dem hier, bei dem ist die Welttendenz zum Beispiel gut, weil der ist hell. Die ist nicht perfekt, aber die ist gut. Weil heller als zum Beispiel er hier. Aber wenn ihr ganz hinten auf Keilstein, also beim zweitletzten Keilstein der Schattenmenschen, da seht ihr, ist meine Tendenz voll für den Arsch. Ja?
Und wenn die Tendenz für den Arsch ist, dann sind die Gegner stärker. Und die Gesundheit von einem selber, oder man hat, glaube ich, auch weniger Verteidigung oder so. Ja, keine Ahnung, wie ich das beeinflusse. Aber wir gehen dann erstmal woanders hin. Und zwar, genau, wir machen da weiter, wo wir aufgehört haben. Moment, ich brauche erstmal wieder so ein... Ah, fuck. Ich will in meinen Körper wieder zurück. Ich habe keine Lust hier als... Ich glaube, der Thomas hat das, ne? Thomas, ich hab dich schon vermisst, Thomas. Da. Diese Dinger... Komm, nehme ich mal... Ja, ruhig 3 Stück mit. Ja, Herz aus Gold, ist klar. Diese Augensteine, die sind dafür da, ne, dass ich in meinen Körper wieder zurück darf. Ich habe übrigens einen neuen Schild auch. Ist auch ziemlich nices Teil. Hatte ich schon im Inventar und gar nicht gecheckt. Ja. So, zuletzt waren wir, glaube ich, bei dieser einen Tante. Und zwar, die sich so multipliziert hat, die wir dreimal besiegen mussten, weil wir nicht wussten, dass der Typ da oben das kontrolliert. Das ist wahrscheinlich das Anti-Cheat-System. Das kann sogar gut sein. Das kann sogar gut sein. Ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnert. Da kamen so zwei so fliegende Typen und haben uns von der Kirche da unten, von dieser Kathedrale, haben die uns hier hochgeschafft. Und das hier ist ein neuer Bereich. Ja, der sieht ziemlich fies aus. Ich bin gespannt, was uns hier erwartet, Leute. Machen wir hier weiter. Wie ist er denn beim Zurückgehen verreckt? Mit seinem komischen Turban oder was es ist. Ach, der ist da runtergefallen. Ganz cleverer. Ja, okay. Ja, oh, da hinten fliegt auch schon einer. Oh no. Oh fucking no. Bei Demon's Souls sind solche Pfade, wo auch kein Geländer oder so ist, absolut tödlich. Greift er mich denn an, oder? Oh, da ist Loot. Loote. Das ist einfach so ein Gargoyle. Kann ich ihn anvisieren, ne? Oh. Stand der jetzt in der Luft, oder was? Was ist da passiert? Oh Gott. Oh, okay. Willst du runter oder was los mit dir? Oh, ich dachte, der fällt runter. Achso. Das war noch sein letzter Kampfschrei. Okay, die sind jetzt... Ich habe mir die jetzt ein bisschen gefährlicher vorgestellt. Oder ein bisschen stärker. So. Ich schätze mal nicht, dass ich da hoch kann. Schauen wir nochmal. Nee, das ist zu weit weg. Das ist zu weit weg. Übrigens einmal den obligatorischen Audio-Check vom Chat. Das würde ich begrüßen, ob alles in Ordnung ist. Spiel soll nicht zu leise sein, ich soll nicht zu leise sein. Ihr kennt die... Guck mal, der eine hat ein Schwert in der Hand, seht ihr das? Der linke hat ein Schwert in der Hand. Greift er uns jetzt auch an? Wir sind ein bisschen schwer vom Begriff, wa? Jetzt fliegt er weg. Moment, der fliegt weg und läuft jetzt hier hin.
Was ist das denn für eine Bananen-Aktion? Vor allem eine Bananen-Aktion. Komm ich jetzt auf den Scheiß. Zack, Junge. Oh, die werden... Die sterben cool. Versteinern sich. Alles super, wie hört mich? Okay, super. Danke, Chat. Thank you, thank you. Muchas gracias. Frisches Gewürz ist immer wichtig. Oh, da hinten ist überall Loot, Leute. Kehre um und gehe zu hinter dir. Ja, wahrscheinlich meint er den Loot. Den Loot, das Loot. Oh. Oh, shit. Was ist das denn? Warum pulsiert mein Controller die ganze Zeit wegen diesem Ding da im Hintergrund? Warum macht der stumme Mann unten links dauernd den Mund auf und zu? Was ist mit dem? Beherrscht der keine Gebärdensprache, der Typ? Ich habe ja echt Angst, dass irgendeine Überraschung jetzt um die Ecke kommt, weil diese Gargoyle-Gegner, die sind jetzt nicht so krass irgendwie, also. Die sehen super heftig bedrohlich aus, aber... Ich stecke in Schwierigkeiten, ja, ja, okay. Ja, das ist hier wieder irgend so ein typisches... Fleischklops-Monster, wie man das aus so Spielen kennt. Okay, da ist was, hier ist was. Mein Gott, die mit ihrem Gewürz. Boah, ich verspüre gerade diese typische Anspannung, die man hat, wenn man bei Souls-Spielen in neue Bereiche vordringt. Wo du echt denkst, an jeder Ecke, jeder Zentimeter ist dein nächster Tod. Zeichen seltsamer Art voraus. Mondlicht, Steinscherbe. Mondlicht, Stein, Schere, Papier. Bejuten Vasen. Noch eine Seele. Oh oh. Daneben. Du Lusche. Bis jetzt hatte jeder von denen noch Loot. Das finde ich gut. Und wieder reime ich. Wow. Ja, da hab ich jetzt verarscht. Okay, Bro. Das Spiel kann ich auch. Der steht regelrecht in der Luft. Das ist... Sieht ein bisschen billig aus, Spiel. Will ich ehrlich sein. Ja. Ein bisschen Magic. Mein Loot liegt da jetzt einfach in der Luft. Uiuiui, nee, nee, lass mal. Scheiß mal auf den Loot. Shit drauf. Noch so eine Scherbe. Und noch so eine Scherbe.
Klumpen. Ich glaube, die Klumpen, die sind größer als die Scherben, also wertvoller als die Scherben. Was sagen denn diese ganzen? Versuche es mit Hiebangriff. Moment, kann ich damit irgendwas? Moment. Geh ein bisschen zurück. Noch ein Stück. Nee. No. Ich sehe gerade, da ist auch noch Loot. Seele eines Helden. Okay, was geht hier ab? Moment, hier ist einer gestorben. Oh. Nee, nicht Blutlache, sondern... Das ist unbesiegt. Ach, das ist das Vieh! Ja gut, der blockiert mir den Weg. Ich kann den auch nicht anvisieren, merke ich gerade. Versuch mal was. Ah, nee, Moment. Ich schieße einfach mit dem Ding hier. Nein. Hast du inzwischen herausgefunden, wofür die anderen Steine gut sind? Steine, du meinst diese Scherben, die ich die ganze Zeit einsammle? Diese Geschichten? Die sind dafür gut. Du kannst wohl gewisse Waffen haben oder setzen gewisse Scherben voraus. Beziehungsweise gewisse Waffen kannst du einmal normal upgraden und einmal kannst du irgendwie anscheinend in diesem Fall den Mondlichtweg gehen quasi, den Mondlicht-Upgrade-Zweig, den Drachen-Upgrade-Zweig. Ups, jetzt habe ich das weggedrückt. Also das sind spezielle Upgrades quasi, die du machst. Und manche Steine sind wiederum dafür da, gemachte Upgrades rückgängig zu machen. Das wusste ich auch nicht. Und zwar diese Schmelzsteinscherben oder wie auch immer, ja. Das heißt, wenn mir jetzt zum Beispiel meine Waffe nicht mehr gefällt, weil ich die nur auf Kraft gelevelt habe, kann ich die ganzen Upgrades rückgängig machen und dann wieder von neu anfangen, zum Beispiel irgendwie auf Zauberkraft zu leveln oder auf Drachenkraft oder so. Ja. Aber wie komme ich denn da dran? Solche Geschichten. Steine, Scherbe, ja, ich sag ja, Steine, Scherbe, Papier. Hör ich nur die ganze Zeit. Ja, solche Geschichten. Und Langschwert? Mein Langschwert zum Beispiel benötigt bis jetzt immer nur... habe ich gar nicht da. Ich weiß jetzt gar nicht, wie die Dinger heißen. Aber ich kann nur mit einem bestimmten Stein, mit bestimmten Scherben, kann ich nur mein Langschwert upgraden. Was soll mir das denn bringen, deine Kack-Nachricht weiter zu empfehlen? Okay, what is happening? Keine Hoffnung. Yo, die Kette, krass. Ziemlich düster hier. Aber auch ziemlich episch, muss ich sagen. Das sieht sehr, sehr cool aus. Ah! Hey, du! Kämpfen wir oder was los? Oh ja, wir kämpfen. Oder rennst du wieder weg? Kann ich die eigentlich... Ah, fuck. Nochmal. Die sind echt ein bisschen hohl, die Dudes. Soll mir recht sein. Besser als der rote Jimmy da vorhin, der mich
komplett auf Volley genommen hat. Fokus. Fokus ist das. Oh, was ist das? So, brauche ich hierfür Fokus, oder? Ne. Eventuell aber hierfür. Aber ich kann das nicht anvisieren, deswegen glaube ich nicht, dass wir das angreifen müssen. Nee, 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 nee. Wahrscheinlich müssen wir den da irgendwie wegräumen oder so. Irgendwas Größerem. So, da unten kann man auf jeden Fall runterfallen, sehe ich. Aber ich weiß noch nicht, wie es dann weitergeht. Aber dann wiederum könnte ich auf die Treppe runterfallen. Oh. Peace. Alter, die lassen immer so einen letzten Schrei ab. Gargoyle-Armbrust. Das sind ja echt Gargoyles. 10. Aber 40 Magie sehe ich gerade. 40 magischer Angriff. Bleib mal erstmal bei meiner. Oh no, eine Nebelwand. So, kann ich hier rüber? So, ohne weiteres? Ja. Flammenberge? Flammenberge? What? What? Was ist das denn für ein krasses Teil? Hieb. Achso, Moment, das ist aber ein Großschwert, ne? Ich glaube, die kann ich gar nicht mit einer Hand tragen. Jedenfalls brauche ich 18 Kraft und die habe ich noch nicht und 14 Hand, was auch immer das ist. Aber immerhin. Ah, dankeschön. So, jetzt die Frage, komme ich hier so ohne weiteres auch wieder? Warum macht dieses Spiel solche Sachen mit mir? Warum? Okay, okay, sehr gut. Ja, ja, kommt mal schön einzeln. Der fliegt wieder weg. Na, ja, bleib stehen. Dass sie den Loot immer fallen lassen. Bei dem Bad Gargoyle muss ich immer an Gargamel denken von den Schlümpfen. Es gab früher eine Zeichentrickserie auf Pro7 oder so, RTL, weiß ich nicht mehr. Ganz früher mal. Da gab es die Gargoyles. Die saßen auch immer so auf so gotischen Bauten, ja, in irgendeiner Stadt in Amerika und nachts oder so sind die dann zum Leben erweckt. Quasi sowas wie die Turtles, wenn du willst, aber nur mit so Flugdingern, die sich in Stein verwandeln. Ui! Claire. Ah, guck mal da. Ich glaube nicht, dass der das macht. So eine Nebelwand, ne? Bevor wir durch die Nebelwand gehen, frage ich mich ja, was diese ganzen Vorsprünge da hinten sein sollten. Check das mal kurz aus, weil ich kann mich da ja anscheinend runterfallen lassen. Das hat mit Sicherheit so seine Gründe. Da sehe ich gerade, ist Loot. Aber wenn ich, aber da komme ich gar nicht rüber, sehe ich gerade. Egal, wir machen das mal. Lass mich mal hier runterfallen.
Bruh. Da bin ich aber schon tiefer gestürzt. Was sollte das denn jetzt? Da bin ich echt schon tiefer gestürzt. Das Spiel hat komische Gesetze. Chat, ihr könnt bezeugen, dass ich tiefer gestürzt bin schon. Ohne, dass ich irgendwie großartig Schaden genommen habe. Und dann liegt da auch noch Loot. Das habe ich jetzt nicht verstanden. Boah, geht ihr mir auf den Keks, ne? Greif an oder lass es stecken. Komm mit. Einmal sogar mit Armbrust hinterher. Bleib. Good game, ja, danke schön. Das fand ich jetzt merkwürdig. Ja, wenigstens stellen die nicht so ein großes Problem dar hier. Das Problem ist ja, glaube ich, je öfter ich in einer Welt sterbe, desto schlechter wird diese Tendenz oder desto dunkler wird diese Tendenz. Was wiederum das Spiel schwerer macht. Also das ist Doppelstrafe. Einmal der Tod an sich, dass man alles verliert und dann, dass das Spiel auch noch schwerer wird. Das ist crazy. Wie komme ich denn da rum? Ist auch egal jetzt. Oh, oh. Aber die Effekte sind so geil. Ne? Wo schießt der hin? Loot komplett weg? Okay. Muss ich wohl akzeptieren. So, jetzt du. Okay, ich habe einige Seelen eingesammelt. So Heldenseelen meine ich. Okay. Ja, ich schätze mal, hier ist ein Endgegner. Dann tun wir uns das mal an. Ich meine, ich könnte noch warten, bis meine Magie ein bisschen voller wird, aber... Oder ich check mal kurz meine Ausrüstung. Das ist gut. Das ist gut, falls der mich vergiftet. Das ist gut gegen Blutungen. Bomben immer gut. Und das ist für Mana. Ring der Regeneration ist eigentlich unnötig. Weil so schnell regeneriert der nicht, dass der in einem Bosskampf irgendwie... Aber ich wüsste jetzt auch nicht, was ich ausrüsten soll. Erhöht Angriff. Ich bleib mal dabei. So. Boah, Chicken Wings! Hör auf! Ich hoffe, du hast eine leckere Soße, Florian. Eine schöne Chili-Soße oder, keine Ahnung, Barbecue-Soße oder so. Wobei ich jetzt kein Fan von Barbecue-Soßen bin. Okay. Ach so. Oh. Ich hätte jetzt schwören können, dass da ein Gegner kommt. Also ein Endboss. Ja, dann versuche ich das mal hier. Ja, geht doch. Ey, für altes Gewürz lässt du mich Kopf und Kragen riskieren. Nimm dich in Acht. Okay.
Der da? Ich meine, ich höre den. Oh, so auf engem Raum merkt man erstmal, wie groß die sind, ne? Damn. Chicken Wings klingt echt gut. Bin ich auch ein riesen Fan von Chicken Wings oder, keine Ahnung, Chicken Nuggets oder so Chicken Tender Dinger oder so. Whatever. Alles rund um Chicken. Oh. Oh, cool. Nee, erstmal hier lang. Oh, 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 boah, der hab ich erschrocken. Fuck. Komm, mach was. Okay. Nein, 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 nein. Boah, Junge, chill. Ephemer Augenstein. Oh, Zeit ein Risiko einzugehen. Das heißt, der Bosskampf kommt wahrscheinlich doch noch. Ich meine, der kommt auf jeden Fall. Die Frage ist, kommt der so früh oder kommt der ein bisschen später? Das ist der einzige? Man weiß es nicht. Ich höre auf jeden Fall merkwürdige Stimmen. Okay. Die schon wieder. Oh shit. Hier sieht so aus, als würden die diese Kette am Leben erhalten. Oh. Jo, tatsächlich. Hab ich jetzt ernsthaft dieses Scheißvieh befreit? Moment, Moment, Moment. Nee, der ist noch da. Das nennt man KFC, genau. Ich hätte das auch abrunden können mit KFC. Hier im Nachbarort gibt es so einen Laden. Da gibt es nur Chicken Fast Food, okay. Ach so, ich hätte das in der richtigen Reihenfolge lesen sollen, merke ich gerade. Das war gar nicht an mich gerichtet. Sondern an Androide. Ja, das nennt man KFC, ja. Kentucky Fried Chicken. Oder wie man oft gesagt hat unter 90er, 80er Kindern. Kentucky Fried Chicken. Absoluter Schenkelklopfer. Weiß. Okay, gut. Ja, hier geht's noch weiter hoch, sehe ich gerade, aber... Also ohne alles komme ich da nicht rüber. Gut. Gehen wir wieder zurück. Und zwar können wir jetzt hier lang. Jo, das ist jetzt natürlich die Frage. Was passiert, wenn ich da reingehe? Oder da? Der kann nicht weiter nach oben gucken, ey. Warte mal. Ich mach das mal erstmal nicht. Achso, was sagt er denn hier? Käfig voraus. Ja, gut. Danke. Aber, sind da Todeskäfige, oder? Keine Kette wie KFC. Das ist ein unabhängiger Laden. Naja. Bring? Okay. Kennt noch jemand RTL Samstagnacht? Natürlich! Hm.
Vermeide Sinnestäuschungen. Okay. Jetzt kommen wir doch nicht mit sowas. Keilsteinscherbe. What the fuck? Was bist du? Was sind das für Teile? Vorsicht. Reden. Wollt ihr hier die Dämonen bekämpfen? Wenn ja, dann helft mir von hier zu fliehen. Ich bin auf eurer Seite. Ich wollte mich den Dämonen stellen. Kommt wieder zurück. Das werdet ihr noch bereuen. Oh oh. Ich vergesse nie, wer mir Unrecht getan hat. Oh nein. Diese scheiß Hinweise, ne? Die machen einen durcheinander. Toll, jetzt verzeiht er mir das nicht. Jetzt will er kämpfen. Aber ich merke auch gerade, ich kann nur noch hier lang. Ich kann gar nichts anderes machen. Oder? Kann ich mich irgendwo runterfallen lassen? Ne. Oh. Ich bin auf eurer Seite. Ja, komm. Er sieht aus wie der fucking Mandalorian, Alter. Lass mich in Ruhe. Bist du jetzt... Was ist denn jetzt mit dir hier? Danke. Das werde ich nicht vergessen. Ich bin sicher, wir sehen uns wieder. Ja gut, ich gehe jetzt hier rein, Leute. Ich kann nichts anderes machen. Ich kann nichts anderes machen. Aufzüge. Aber jetzt konnte man RTL noch schauen, so sieht's aus. Aber damals gab es echt nur außer den öffentlich-rechtlichen, Obwohl, okay, man hatte auch noch Pro7 und so damals, Sat1, ja. Dann gab es noch so Hitsender wie DSF. Alter, wo bin ich denn hier gelandet? Also DSF wurde dann irgendwann 9 live oder sowas? Okay. Ich hätte nicht hinabsteigen sollen. What the fuck? Alter, das sind einfach mehrere Köpfe. Was bist du für ein Shrimp? Ist der Schwanz abgefallen? Ekelhaft. Was sagt er? Zeit für Klettern. Ja. Zeit zum Scheiße labern, ne? Da kommt der nicht hoch. Ich
guck mal erstmal, was hier unten so abgeht, bevor ich irgendwo hochkletter. Ist das ein Gegner? Oder ist das... Keine Ahnung. Ring des Dufts? Nein! Nein! Spiel. Das ist der Ring, für den ich 60.000 gespart habe. Liegt der einfach so rum. Einfach so. Hier. Hier drin. Ich kenne noch die Zeiten nur mit 3 Fernsehsendern. Dann gab es doch Sendeschluss. Ja, stimmt. Stimmt. Dann gab es nur noch den... Die Balken, ne? Hallo... Ultraslan. Hi, hi, hi. Ich hoffe, du hast das Geld nicht schon... Welche meint? Die 60.000? Was meinst du jetzt? Doch, hab ich. Also, falls du die Seelen meinst, ja. Ich habe gestern den... Also, nicht den ganzen Tag, aber so ein paar Stündchen nur Seelen gelootet, ja? Auf diese eine Methode, die ich euch ganz am Anfang gezeigt habe. 60.000, um mir den fucking Ring hier zu kaufen. Und jetzt habe ich den gerade nochmal hier eingesammelt. In diesem Haufen... Sülze oder Scheiße oder was auch immer das hier ist. Blut. Ich fasse es nicht. Ach, so ein Teil schon wieder. Die kenne ich doch. Aber das kann ich auch. Aber das juckt dich gar nicht anscheinend. Ja, ist gut. Reicht. Obwohl? Nee. Holy shit. Hi. Geht verkaufen? Nein. Man kann in dem Spiel nichts verkaufen. Original gar nichts. Einfach super ätzend. Also, dass man nichts verkaufen kann. Mein ganzes... Oh, 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 oh. Mein ganzes Lager im Nexus ist voll mit irgendwelchen Sachen. Die bringen mir alle gar nichts. Der Typ ist mir zu gefährlich. Mit seinem. Uiuiuiui. Okay. Jetzt hast du nur noch ein bisschen. Ich habe noch eine Armbrust, fällt mir gerade ein. Plöp. Okay. Okay. Zweimal, viermal direkt. Hi Tinte, das sieht nach Schlammschlacht aus, richtig, ja. Achso, sorry, ich habe deine Frage übersehen. Kannst du mir kurz behilflich sein? Ich bin bei Vorburg, könnte etwas Hilfe gebrauchen. Den Boss kann ich leider nicht schlagen. Ja gut, Vorburg bin ich jetzt gerade nicht. Ich bin irgendwo ganz woanders, mein Lieber. Bei Vorburg, du meinst den großen Ritter? Den musst du immer auf die Hacken hauen. Erstmal die Leute mit der Armbrust, die sich ringsrum befinden. Den musst du erstmal killen, ganz in Ruhe. Und dann haust du dem auf die Hacken, ja?
Und du bleibst immer ganz nah an ihm ran. Wenn er sein Schild hebt, blockse, weil der haut sein Schild immer gerne auf den Boden. Und das ist eigentlich die Strategie. Du haust dem so lange auf die Hacken, bis der umkippt, ja, und dann haust du dem auf den Kopf. Dann steht er wieder auf und dann dasselbe Prozedere. Wie gesagt, du darfst keine Distanz zu dem aufbauen, du musst immer nah dran bleiben. So habe ich den relativ, ohne die jetzt einen Miesen machen zu wollen, so habe ich den relativ easy besiegt. Ja. Wie komme ich denn da hoch? Er steht da so. Boah, was hat er denn für ein Schwert? Okay. Also hier war ich schon, ne? Hier habe ich den Typen besiegt, glaube ich. Ja. Okay. Ach hier. Okay, da ist eine Treppe, sehe ich gerade. Oh. Das ist die Mama. Eindeutig. Die Kleinen waren gefährlicher als der Große. Alter, wo bin ich hier gelandet? Hier ist noch so ein Aufzugteil. Hier kann man mit Sicherheit so viel verpassen, ne? Augit der Führung. Ach du Scheiße! Oh oh. Das ist so nervig an den Souls-Spielen, ne? Dass man nicht klettern kann. Wo war das? Hier. Okay, ich muss jetzt aufpassen. Keine Rollen mehr machen oder so. Das ist deine Schuld, du Sack. Lässt mir noch nicht mal Blut da. Unverschämtheit. Ach, hier ist auch noch eine Treppe. Okay. Er wollte mich vollkotzen. Nicht sehr sympathisch. Nee, komm mal nur du erstmal. Ui. Komm. Leute, niemals zwei Gegner auf einmal. Das ist ein Anfängerfehler. Oh, shit. Und da ich ein Anfänger bin, mache ich den Fehler sehr gerne. Ach, guck mal. Doch noch Loot.
Ring der Seuchenresistenz. Hatte ich den schon? Ja. Siehst du, jetzt habe ich... Ach, ist auch egal. Keine Ahnung, was ich mit zu vielen Ringen mache oder so. Es ist nervig, dass man in dem Spiel...